Der Start ist freigegeben für den nächsten Lauf hier in Hexenkessel von Grimmen. Die Junioren sind noch einmal unterwegs mit der Junioren-Buggy-Klasse. Auch hier geht es um wichtige Pokale und der Top-Favorit stellt sich quer in der Kurve, hält das ganze Feld auf, das gibt's doch gar nicht. Die Startnummer 851, Anton Stein, der zieht vorbei. Die feuchte Strecke lässt die Trabant-Buggys tanzen dort hinten in der Kurve und keiner kommt mehr so wirklich weg. Das ist ja ein Wahnsinn hier in der Junioren-Buggy-Klasse. Stehen sie alle dort am Kurvenausgang. Jetzt hat sich hier total normal Lümmernsdorf noch einmal befreit. Der Max ist rausgekommen. Die Roadrunners stehen, die Teufel stehen ebenfalls, verlassen das Feld dort hinten. Michel Sophie Holz ärgert sich gewaltig, schlägt auf den Buggy rauf, kann es kaum passen, dass sie hier ausscheidet und eine Nullrunde fährt. Das ist natürlich richtig, richtig bitter. Die Roadrunners draußen, Michel Sophie ist ebenfalls draußen. Sie reißt den Helm vom Kopf und ist völlig niedergeschlagen. Da hat sie damit gerechnet, dass sie hier noch einmal Punkte mitnimmt, aber so soll nicht sein. Und auf dem Erdball viel zu schnell aus der Kurve gekommen. Da packt er das Ding auf die Seite. Der Toni Wendt vom Dani-Team mit der 922. Da kommt er schon rausgekrabbelt aus seinem Fahrzeug. Was ist hier los im letzten Lauf der Buggy-Klasse? Da waren es nur noch zwei. Und einer davon hat die Nase vorn. Die Startnummer 851. Anton Stein ist das. Der ist auf Platz 1 unterwegs. Der zweite Buggy, der Max von Total Normal Lümmernsdorf, ist auch noch mit dabei. Der zieht hier jetzt einsam seine Runden. Der Rest ist ausgeschieden. Glücklicherweise ist nichts passiert dort hinten. Also alles in Ordnung, auch beim Dani-Team, bei Toni Wendt. Und die Flagge für die letzte Runde wurde schon angezeigt. Also, da geht es jetzt noch einmal über den Parcours und dann ist dieses Rennen beendet und dann werden auch hier Medaillen und Pokale überreicht in dieser Klasse. Ah, ihr müsst noch warten. Noch ist das Rennen nicht zu Ende. Hallo, hallo, hallo. Noch ist das Rennen nicht zu Ende. Wir haben noch eine Runde hier zu fahren. Das heißt, die Zielflagge wird jetzt erst gehoben. Solange bitte noch die Bergungsfahrzeuge drunter lassen. Er scheint jetzt hier noch eine Runde zu fahren zu haben, der Max. Und kriegt jetzt die letzte Runde angezeigt. Und der andere Kollege, der hier weit vorne unterwegs ist mit der 851, der Anton Stein, der kriegt schon die Zielflagge jetzt bereitgestellt. Und dann haben wir dieses letzte Junioren-Buggy-Rennen beendet, was sehr kurios war. Da bleiben vier, fünf Buggys ineinander stecken am Kurvenausgang. Und jetzt bleibt der Max scheinbar da hinten auch noch stehen. Oder was macht er? Dreht nochmal eine Runde, kommt jetzt noch einmal zurück auf die Strecke. Also diese Bahnbesserung vor den Buggys, die hat die Junioren völlig aus dem Konzept gebracht. Die können die Fahrzeuge kaum noch auf der Strecke halten, drehen sich immer wieder, bauen keine Geschwindigkeit auf. Und das Wässern hat da also wirklich für das Zündlein an der Waage gesorgt. Der Max lässt es jetzt nochmal ganz langsam und ganz ruhig angehen. Aber auch er kriegt die Zielflagge und wir bereiten die Siegerehrung vor in diesem Rennen. Souverän über die Ziellinie. 20, ein riesen Applaus für den Toni. Auf dem fünften Platz die Torfrocker, 13 Punkte. Das ist der Marvin Tobisch mit der Startnummer 934, 13 Punkte. Michael Sophie Holz vom Team Die Teufel, 26 Punkte, Platz Nummer 4. Da ist der Ausfall eben doppelt bitter gewesen. Denn auch der dritte Platz hat 26 Punkte. Der Sven von den Roadrunners, aber die besseren Einzelplatzierungen. Darum Platz Nummer 3 für die Roadrunners. Auf dem zweiten Platz die Running Potatoes, 45 Punkte. Anton Stein mit der Startnummer 851. Und er war der Favorit am ganzen Wochenende. Er hat sie alle in Grund und Boden gefahren. 58 Punkte hat er zusammengefahren. Stocker-Team total normal Lümmernsdorf. Der Max mit der Startnummer 232. Ein riesen Applaus. Ja, zeigt euch nochmal dem Publikum, Pokale nochmal hochgehalten. Auf der anderen Seite gibt es auch nochmal einen riesen Applaus für unseren Nachwuchs in der Buggy-Klasse. Die Klasse, die an diesem Wochenende ja so extremen Zuwachs gehabt hat bei den Junioren wie bei den Größen. Die kommen als nächstes. Macht euch bitte startbereit.